Willkommen zurück hier im Pokémon Platin Exchange. Und die beiden da hinten drehen irgendwie die ganze Zeit ihre Kreise. Ja, ich glaube, ich radel dann wieder hier runter und guck mal, was hier dann so abgeht. Ich denke mal, dass ich nach oben muss. Aber ich guck trotzdem einfach mal hier und guck mich mal ein bisschen um. Das war bestimmt mein Turm. Jetzt ist es ein Haufen alter Steine. An dieser Stelle würde der Spiritkern ganz hervorragend passen. Willst du den Spiritkern einsetzen? Haben wir nur einen davon? Warte mal. Haben wir nur einen Spiritkern? Ich jetzt wüsste, was davon das ist, ne? Pokebälle. Das ist es auch nicht. Beeren? Nö. Briefe? Kampfitems? Basisitems? Eine Profi-Angel. Ein Kampffahnder. Stimmt, ich hab ja jetzt auch bei Goro gesehen, dass man dieses Item-Ding an sich nehmen haben kann. Ah, hier haben wir einen Spirit-Kern. Einmal. Mit dem ein Steitum repariert werden kann. Ich weiß nicht, ob ich den hier einsetzen darf oder nicht. Aber ich guck mal hier eben durch. Wo ist doch dieses Radar? Genau. Hier drüben ist es. Hier ist nirgendwo was. Okay. Warte. Hä? Jetzt. Sehr gut. So, und jetzt nochmal. Oh! Da unten ist doch was. Hä, muss ich das verstehen? Hä, hier war doch gerade eben was. Okay, ich glaube, jetzt ist es da oben. Wir haben Sternstaub gewonnen. Yay. Yeah. Yeah. Oh Gott. Jetzt muss ich gerade niesen. Na, da muss ich weiter Anlauf holen. So. Ich weiß nicht, ob ich zu den Typen dahin will. Au. Ich wollte hier mal durchlatschen und gucken, ob uns irgendwas angreift. Und wenn ja, was? Roselia. Ich glaube, nee, das sollte ich, glaube ich, nicht. Ich weiß gerade nicht welches. Irgendeins habt ihr mir empfohlen. Trassler. Ich weiß gerade nur nicht. Ist das auch dasselbe Name im Deutschen? Weiß es gar nicht. Aber ich glaube mal, mit einem Flammrad sollten wir ganz gut gegen das sein. Ich werde es einfach mal besiegen. Ja, nur ein One-Hit. Wir sind auch schon Level 26, ne? Da wollte ich allgemein mal gucken. Oh, Flora hat jetzt, also unser kleines Pflanzen-Pokémon hat jetzt den EP-Teiler drin. Okay. Da wollte ich sowieso allgemein mal gucken. Erstmal hier zur Schneider. Dann können wir dieses Teil mitnehmen, den kleinen Pokéball da. So. Yay, Stahlflügel. So, ich wollte... Ja, alles gut. Ich wollte mal bei dem Pokémon schauen. Tobi ist schon ein bisschen angeschlagen. Von den Leveln her... Batman. Ich weiß nicht, ich würde eigentlich gern Flora nach oben setzen. Aber wer weiß. So, hi Typ, der Turm der Ruhenden. Hier finden Pokémon ihre Ruhe. Oh, werden hier Pokémon begraben? Ich dachte, Pokémon können nicht sterben. An diesem Ort ruhen die Geister. Bitte sei leise und zeige Respekt. Okay. Dies ist der Turm der Ruhenden. In ihm herrscht ein dicker Nebel, der immer dichter wird, je höher du im Turm steigst. Wenn du die versteckte Maschine Auflockern nicht besitzt und hier nichts verloren hast, dann geh nicht hinauf. Okay, wir haben die versteckte Maschine noch nicht, oder? Gucken wir mal. Also, wenn, dann muss ich ja noch natürlich gucken, ne? Wie hieß das? Ich glaube, es ist nicht das, was wir da gerade haben.
Wie hieß das? Auflockern hieß das, glaube ich, ne? Das haben wir nicht. Hä? Hier gibt's Pokémon? Oh, okay, das wusste ich nicht. Flug. Nee, da würde ich ungern Flora einsetzen, sondern tauschen auf McToast. Ja. Der sollte eigentlich ganz okay sein gegen Zubat. Würde ich jetzt mal behaupten. Erstaune. Ha, der hat ja so gut wie nichts gemacht. Dann machen wir einen Funkensprung. Ich glaube, Elektro ist gut gegen Flug, ne? Ich weiß gerade nur nicht, der zweite Typ, ob der irgendwas daran macht, wie effektiv das ist. Ah, scheinbar nicht. Es ist sehr effektiv gegen Zubat gewesen. Yay! Und Flora hält 97 Erfahrungspunkte. Warum bekommt Flora eigentlich mehr als McToast? Muss ich nicht wissen, oder? So. Ja. Man kann leider scheinbar nur gegen beide zusammenkämpfen. Ich habe ja von Grants den Trick gesehen, dass man auch nur einen angreifen kann. Ivan, störe mich nicht, wenn ich Zeit mit der verbringe. Ich habe dich auch nicht daran gestört. Der? Was? Du willst mit mir kämpfen? Das ist okay, solange ich mit Ivan ein Team bilden darf. Oh Gott. Was sind denn das für Leute, ey? Ich muss mal meine Maus da wegtun. Sorry, dass sie da so lang gerade war. Das junge Glück Ivan und Dea. Oh, was ist das denn, Knuffiges? Los, Flora und Batman. Ja, ich glaube, du bist nicht so... Obwohl... Ich glaube, dieses eine Typ sieht aus wie ein Otter. Da wäre ja Pflanze ganz gut. Ich probiere es einfach mal. Megasauger gegen den. Und du machst einen Flügelschlag gegen den. Probieren wir einfach mal. Und. Gar nicht schlecht. Ultraschall. Okay. Ich weiß ja nicht, wie gut wir jetzt da sind gegen den, aber ich glaube, der ist Wasser und Pflanze ist ja gut gegen Wasser. Joa. Oh, und wir haben nämlich auch gleich wieder Energie bekommen. Dann machen wir das gleiche einfach nochmal, würde ich sagen. Und du machst nochmal, oder machst du vielleicht sogar einen Undicht-Biss gegen den? Ja, klar. Der Biss müsste eigentlich ausreichen. Ja. Sehr schön. Yep. Yep. Der Ultraschall macht echt nicht so viel an ihr. Und vor allem macht sie jetzt die Megasauge und saugt ihm wieder Energie ab. Das ist ganz schön. Yay. Und? Ja, wir kriegen auch wieder Leben zurück. Sehr gut. Ja, Flora ist gar nicht so schlecht, wie man denkt, ne? Flora kann das schon. Und wir haben sie besiegt. Ich habe nur Augen für dir. Vielleicht haben wir deshalb verloren. Es tut mir leid, Ivan. Was für ein freakiges Paar. Was haben wir hier? Was? Trostu, Route 209. Okay. Ist das wieder Buster? Yep. Huhu. Hey, Herbert. Hab hier was Tolles. Pass auf. Was? Was in aller... Worum geht's hier eigentlich? Ich habe ein paar Sticker, aber ich habe vergessen, sie anzubringen. Oh, klar. Das liegt daran, dass ich in den Ruinen war. Die Ruinen hier sind toll, du musst sie dir unbedingt ansehen. Ich habe dort sogar die versteckte Maschine auflockern gefunden. Wie auch immer, wir kämpfen ein andermal. Bis dann. Ah, die brauchen wir also, um in den Turm reinzukommen. Interessant, Trostu, ohne Sorgen. Okay. Um die Pflanzen kann sich Grant ja gerne das nächste Mal kümmern. Der ist ja so ein bisschen der Gärtner hier unter uns. Ah, ich bin auch mal gespannt, wie das Kochen bei Grants gelaufen ist. Das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Habe ich bisher noch nicht gesehen. Bin ich mal gespannt drauf. Danke. Pokémon, wir sind wieder topfit. Kommen bald wieder. Ach, das erinnert mich daran, dass ich wieder umstelle. Hier. Auf das, genau. So, was bist du für einer? In dieser frischen Luft zu atmen. Sogar Pokémon atmen hier tief durch, findest du nicht? Okay. Pokémon-Zeitung gesucht, Profi-Pokémon-Fänger. Das sind wir doch.
Oh Gott, was ist das denn für einer? Oh, willkommen. Du hast die Stellenausschreibung draußen gesehen, stimmt's? Ist das etwa ein Pokédex? Dann kennst du ja Professor Eibe. Du bist genau der Pokémon-Experte, den wir suchen. Chillast, bring mir eins. Wir brauchen es noch heute, sonst wird der Artikel nicht rechtzeitig fertig. Ich werde dich mit einer Herzschuppe und einigen Pokébällen belohnen. Die Zeitung von Sinnoh ist zwar winzig, aber sie hat viele Fans. Die Zeitung wird genau hier gedruckt. Okay. Huch, ich bin hier in den Typen reingerannt. Was bist du für einer? Deine Begegnungen mit Pokémon sind praktisch deine Geschichte. Es gibt ein Zubehör für den Pokédex namens Pokémon-Historie. Damit kannst du die Historie aller deiner Pokémon-Begegnungen einsehen. Toll. Oh Gott. Wofür brauchen wir den ganzen Mist eigentlich? Oh, ist das ein Streichelzoo? Oh mein Gott, wie knuffig. Ich bin so klein, deswegen weiß ich nicht, wie man kämpft. Der nette Pensionsleiter zieht meine Pokémon für mich auf. Oh Gott, das sieht aus wie ein Streichelzoo. Jeden Sonntag besuche ich den Turm der Ruhenden. Na Glückwunsch, wenn du sonst nichts zu tun hast. Hey. Hallo, reisende Trainer. Hier gibt es nichts Interessantes. Und ja, nichts außer reichlich Zeit zum Nachdenken. Oh, richtig. Da wären die Ruinen. Warum siehst du sie dir nicht an? Bin ich dabei. Früher war hier nur eine Straße. Sonst nichts. Dann kamen Pokémon und Menschen hier zusammen und dieser Ort entstand. Oh Gott, ist das ein wahnsinnig spannender Ort, muss ich sagen. Ich bin der Pensionsleiter. Ich kümmere mich um die wertvollen Pokémon der Trainer. Wenn ich eines seiner Pokémon aufziehen soll, sprich mit meiner Frau. Ach, cool. Hier kann man also seine Pokémon hinschicken und trainieren lassen. Das ist sehr cool. Aber ich glaube nicht, dass wir das wollen. Ich glaube, wenn, dann trainieren wir die selber. Ah, hier ist ja noch ein Raum, ein Haus, besser gesagt. Der latscht schon überall dagegen, der Herbert, ne? Was haben wir denn hier so Schönes? Huch. Immer wieder einmal wird in der Pokémon-Pension ein Ei gefunden. Niemand weiß, wie diese Eier dorthin kommen. Es ist ein unlösbares Mysterium. Vielleicht versteckt sie jemand dort? Das heißt, noch nie habe jemand gesehen, wie ein Pokémon ein Ei legt. Es wurde also nicht bewiesen, dass die Eier von den Pokémon stammen. Ihr habt doch nichts anderes zu tun, als den ganzen Tag über Eier zu reden, oder? Oh, hier kann man runter. Yay. Laufen wir hier mal lang und gucken wir uns ein bisschen um. Das Wesen eines Pokémon ist kühn. Wusstest du, dass das Wesen eines Pokémon bestimmt, wie es wachsen wird? In diesem Gebiet gab es früher viele altertümliche Pokémon. Das heißt, es gab sogar regelrechte Pokémon-Weiden in der Nähe. In dem hohen Gras konnten sie sich gut verstecken. Spannend. Spannend wie immer, dieses Pokémon. Ah, hier unten kommt man also raus. Oh, da kommen wir gar nicht lang. Gehen wir mal gucken, ob wir auch noch anders lang kommen. Nein, da wollte ich gar nicht lang. Ich will nicht die doofe Zeitung. Eben gucken, geht's hier noch weiter? Ja, hier hinten geht's noch lang. Jetzt mal dann hier in das Haus reingehen und gucken. Ah, dann darf Grains mal gucken, wie er weiterkommt. Oh, ein kleines Kind. Ich wollte dir meine Sticker geben, aber du hast keinen Stickerkoffer. Du solltest mit meiner Mutter sprechen. Okay. Du kannst Pokébälle dekorieren, indem du Sticker an ihnen befestigst. Oh, du hast keinen Stickerkoffer? Nun, hier bitte. Yay! Oh, geil. Dann noch ein paar Sticker. Hier, bitteschön. Lass mich erklären, wie das mit den Stickern funktioniert. Zunächst einmal brauchst du Zugang zu deinem PC in einem Pokémon Center. Wähle zuerst dein PC, gefolgt von der Option Ballkapsel im PC-Menü aus. Wähle dann eine Kapsel und befestige an ihr die gewünschten Sticker. Danach bringst du die Kapsel an einem Pokéball an. Das Ergebnis des Vorgangs siehst du, wenn du das entsprechende Pokémon im Kampf einsetzt. Das will ich machen. Die Pokémon in den Ruinen dieser Stadt wirken wie eine Art merkwürdiger Alphabet. Ich finde sie wirklich niedlich. Allerdings bin ich zu klein, um sie fangen zu können. Stattdessen spiele ich mit Stickern, um so die komischen Buchstaben verstehen zu können. Wenn du mir Pokémon bringst, die wie Buchstaben aussehen, gebe ich dir im Gegenzug ein paar Sticker. Okay. Meinetwegen. Ich
Ich würde sagen, Grants darf dann gern hier weitermachen. Ich laufe für ihn mal noch hier hinten lang. So. Wartet, so. Dass er weiß, dass er hier runtergehen muss. Ist zumindest jetzt mein Wunsch für ihn, dass er weiß, dass er hier runtergehen soll. Und dann beende ich hier an dieser Stelle. Schaut das nächste Mal bei Grants vorbei, was er hier noch so erkundet und wie es weitergeht in diesem süßen, ruhigen kleinen Örtchen. Und ob wir Sticker befestigen an unseren Pokémon. Yay! Da haben wir ja schon voll Bock drauf. Ja, ich wünsche dir noch einen schönen restlichen Tag. Wie gesagt, morgen bei Grants, übermorgen bei Go und übermorgen wieder bei mir. Ciao.